So, nachdem wir uns jetzt die Pyramiden von Teotihuacan ausführlich angeschaut haben gestern, geht es jetzt zu einem weiteren kulturellen Spektakel. Ihr könnt es da oben schon lesen. Jetzt schauen wir uns mal einen amerikanischen Walmart in Mexiko an. So, jetzt gehen wir natürlich schnurstracks hier im Walmart in die Masters of the Universe Abteilung. Hot Wheels. Mhm. You want to take a selfie? No. Hier jetzt der Himmel der Fertiggerichte, so geil, die ganzen Cup-Nudeln von Nissin, die hier haben. Und auch Macaroni und Cheese und Lattes und Zeug. Und hier halt einen Haufen mit Habanero. So, im Anschluss an unseren Walmart-Besuch sind wir jetzt hier noch zum Essen, zum Phipps gegangen. Ich habe hier schön Enchiladas geladen und bei meiner Freundin hier gibt es Rührei mit Speck und Pancakes. So, jetzt habe ich es doch noch in die verhasste Metro geschafft. Trotz allen Vorwänden und Einwänden. Und wie ich es mir gedacht habe, es ist nicht so schlimm, wie sie es immer behauptet haben. Naja. Jetzt machen wir hier unseren ersten Metroversuch. Auch mit meiner Begleitung. Bloß mal zum besseren Verständnis, wir haben heute schon wieder einen neuen Tag, sind eben jetzt mit der U-Bahn hierher gefahren, laufen jetzt gerade über so eine Art Jahrmarkt drüber und gehen jetzt nur mal nach El Chopo, in dieses Heavy-Metal-Viertel, was eben vergleichbar mit Soho oder Camden Town ist. Da spielen nämlich heute Bekannte von meiner Freundin hier mit ihrer Metal-Band live und den Auftritt wollen wir uns jetzt dann noch anschauen. Jetzt laufen wir mal da rein. Dann könnt ihr ein kleines bisschen was von dem Jahrmarkt sehen. Gutes Essen hier. Einige Spielbuden und auch Fahrgeschäfte aufgebaut. Ich denke mal, dass sich das Ganze ja mindestens einen Kilometer oder so entlang erstreckt, vielleicht sogar mehr. Und wir müssen den ganzen Weg jetzt runterlaufen, um wieder nach El Chopo zu gelangen. Thank you.
schaut euch meine ganzen geilen Filmshirts an. Hier habe ich vor ein paar Tagen auch schon mal zugeschlagen. Taschen sind da geil in der Mitte. Richtig geile Texas Chainsaw Massacre Shirts und also alte italienische Sachen wie Fulci, Voodoo Schreckensinsel der Zombies und sowas. Wir sind jetzt ja gerade hier an so einem Stand und ihr könnt hier diese kleinen Gläschen sehen, da sind so Figuren drin, also so Filmcharaktere oder Comicfiguren, alles mögliche. Und der Typ, der modelliert die alle von Hand selber. Ich habe gedacht, das sind fertige Figuren, aber ihr könnt es da sehen, das ist so eine Art Fimo, er hat das da unten drinnen und der modelliert die alle von Hand. Also man kann sich da jetzt auch einen Charakter aussuchen und der modelliert den dann nach euren Vorstellungen. Das sind 15 Pesos, das ist nicht mal ein Euro, müsst ihr euch mal vorstellen, für die Arbeit. Wir haben jetzt gerade so einen S-Clown gekauft. Nach dem zweiten Besuch in El Chopo sind wir jetzt in so einem kleinen Restaurant an der Ecke zum Essen eingekehrt. Das ist richtig geil, weil das hier total traditionell alles ist. Da haben wir uns jetzt also Hühnersuppen bestellt und da kriegt man noch alles mögliche frische Zeug dazu. Peperonis, Zwiebeln und verschiedene Gewürze und Salsa und auch Tortillas. Und das lassen wir uns jetzt schmecken. Das ist halt sowas Richtiges, wo keine Touristen hingehen. Finde ich richtig geil, spottbillig und ich denke, dass es echt super schmecken wird hier. Hier sieht man die Küche. Und das ist so eine richtig kleine Stube hier. Also diese Hühnersuppen, die waren echt fantastisch. Wir haben jetzt für drei von diesen großen Hühnersuppen-Eintöpfen, da waren Reis und grüne Habaneros dabei, ich speichere fast vorher. Und für drei Getränke und drei Runden frisch zubereitete Tortillas haben wir insgesamt 15 Euro gezahlt, was natürlich ein unschlagbarer Preis ist. Und genau solche Restaurants, die sind halt einfach... Ja, super. Da sind keine Touristen oder sowas drin. Das ist halt für Einheimische. Also, das hat der Geschmack von der Suppe. Ich glaube, das war sogar eine der besten Hühnersuppen, die ich jemals gegessen habe. So, und jetzt laufen wir nochmal in Richtung Downtown und schauen uns da mal ein bisschen die Stadt an, wenn die beleuchtet ist nachts. Jetzt sind wir wieder am Platz der Kathedrale angekommen und jetzt habe ich mir gerade das größte Zehnerl-Eis meines Lebens gekauft. 50 Zentimeter ungefähr, würde ich sagen. In Kirschgeschmack. Voll geil. Ich bin gespannt, wie das schmeckt hier. Gab es auch nur in Tamarinde und Chili-Geschmack und allen möglichen exotischen Sorten. Jetzt
sind wir gerade in so einer abgefahrenen Kosmetik-Drogerie herinnen. Schaut mal, von vorne, wo die Tür ist, der ganze Bereich bis hier hoch, alles Nagellack. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie groß der Laden ist, wenn das nur die Nagellackabteilung ist. Der ganze Laden ist riesig und hier gibt es alles in millionenfacher Ausführung. So, jetzt ist die Sonne inzwischen untergegangen und die Beleuchtung ist überall angegangen. Wir waren ja hier jetzt schon mal ein paar Mal in der Innenstadt. Es hat am Tag schon beeindruckend ausgeschaut, aber wenn man das jetzt hier an den Häuserfassaden sieht, haben sie schon richtig gut gemacht. Jetzt werden wir nachher noch mal ein Close-up davor machen. Sí, mi vecina Anabela anoche nos dijo, me dijo, ve, pero ve temprano. Y yo así, ja, wir haben schon wieder einen Tag später und haben jetzt gerade an so einem Straßenimbiss unser Frühstück geholt. Das nennt sich Tamalis und ja, könnte man fast als Maultasche bezeichnen. Das ist in so ein Maguey-Blatt eingewickelt. Das ist so ein Teig, da ist Hühnerfleisch mit drinnen, Chilis. Ja, und so ein Teig außenrum. Und das wird in diesem Blatt drinnen dann praktisch ja, gedämpft. Oder weiß nicht, wie man dazu sagen soll. Schmeckt auf alle Fälle ziemlich gut. Ja, und dann haben wir noch diese Teile da. Die werden rausfrittiert, das konntet ihr ja vorher sehen. Und die Dinger hier, das ist so, ja, in so ein Maiskolbenblatt eingewickelt. Das ist auch so eine Bohnenpaste, würde ich jetzt mal sagen. Inzwischen ist jetzt leider der letzte volle Tag für mich in Mexiko angebrochen. Ich befinde mich jetzt gerade hier an so einem kleinen See mitten in Mexico City. Heute schauen wir uns noch den Zoo hier an. Und dann geht es für mich morgen Abend auch schon wieder zurück nach Hause. Ich hoffe, dass mit meinem Flieger alles geht. Ich warte nämlich nach wie vor auf meine Bestätigungs-E-Mail von Lufthansa, die ich bis jetzt noch nicht gekriegt habe. Und ja, jetzt schauen wir uns mal hier noch ein kleines bisschen um. Vielleicht fange ich den ein oder anderen Eindruck heute hier nun mit ein. Wir wollen auch noch mal ein kleines bisschen in die Innenstadt reinschauen und ja, den Tag dann einfach hier ausklingen lassen. Das ist hier auf alle Fälle schon außerhalb des Zoologischen Gartens eine richtig schöne Parkanlage. Wirkt da alles ziemlich gepflegt. Mir gefallen auch die ganzen Bäume. Das ist eine sehr schöne Parkanlage und gerade jetzt auch gar nicht so viel los. Ich zeige euch mal noch die andere Seite. So, und jetzt hier noch mal der Blick von der anderen Seite. Auch ziemlich schön mit den Hochhäusern im Hintergrund. Es sind noch einige Fischreiher hier. Da unten sind nämlich, keine Ahnung, Karpfen sind das nicht, aber sowas Ähnliches, keine Ahnung, habe ich noch nie gesehen. Also keine europäischen Fische höchstwahrscheinlich. Ja. Ich denke mal, dass das zwar ein künstlicher See ist, aber trotzdem hat sich das die Natur da schon alles so ein bisschen, was heißt zurückgeholt, aber es schaut teilweise schön ja, bepflanzt aus, sagen wir es mal so.
Und die Fischreiher und Enten zeigen ja, dass es von der Natur angenommen wird. I don't know what kind of animal it is. Fischreiher in Germany. So, jetzt sind wir schon drinnen im Zoo, gerade in so einem Schmetterlingshaus. Haben sehr einiges hier. Was hier das Besondere ist, ist das, dass der Zoo gar nichts kostet. Also der Eintritt generell in den Zoo rein ist frei. Es gibt allerdings ein paar einzelne Gebäude wie das Reptilienhaus oder das Schlangenhaus. Also es gibt so ein spezielles Schlangenhaus und so eine Art digitale Haifisch-Show, Kino, wie man das immer nennen möchte. Das kostet extra, aber der generelle Zutritt ist umsonst. Da vorne sieht man so einen Brutkasten, wo die Schmetterlinge drinnen sind, in ihren Kokons. Und auf den ersten Eindruck auch alles sehr sauber hier. Und gepflegt vor allem. Schaut sich mal den Kameraden hier an. Was man natürlich in Mexiko auf alle Fälle sehen muss, sind die Axolotl. Und da gibt es hier ein spezielles Haus, das schauen wir uns jetzt an. Jetzt sind wir hier in einem Bereich, der mich natürlich sehr interessiert, weil hier haben sie die Axolotl und da haben sie ein komplettes eigenes Haus, wo sich alles nur um die Axolotl dreht. Das sieht man jetzt einen hier unten. Jetzt sind wir bereits im zweiten Stock und hier ist die Zuchtstation mit den Laboren. Sind teilweise ganz schöne Kaliber dabei. Das sind so ca. 26 cm lang zum Teil. Die größten. Es gibt dann einen interessanten Außenbereich. Und da haben wir also ein richtiges Sumpfgebiet, was die hier angelegt haben. Da kann man die Axolotls dann nochmal in der freien Wildbahn in Anführungszeichen erleben. Sondern dann nochmal solche einzelnen Becken, wo man reinschauen kann mit Glas. Also von der Qualität, wie das hier gestaltet ist, muss ich echt sagen, hätte ich nicht erwartet. Und hier hinten, das war dieses Amphibienhaus, dieses Axolotlhaus. Da sind wir jetzt einmal komplett durch die Zuchtstation und jetzt geht es hier außen entlang. Da kann man da vorne auch nochmal einen größeren See hier drinnen erkennen. Wir sind jetzt wieder aus dem Zoo rausgegangen. Das ist ein riesiger Park im Prinzip, der sich von ganz da oben über mehrere Kilometer bis hier runter erstreckt mit botanischen Garten und diversen anderen Sachen. Und jetzt laufen wir noch mal ein kleines bisschen Richtung Downtown entlang dieser riesigen Hotels hier. Ziemlich beeindruckende Wolkenkratzer, die hier rumstehen auf beiden Seiten. Vielleicht schauen wir mal, dass wir noch irgendwo was zum Essen kriegen, um den Tag ausklingen zu lassen. Sehr belebt auf alle Fälle. Vor 2-3 Stunden war noch nicht so viel los. Die Mexikaner, die stehen ja relativ spät auf. Das Leben geht ja relativ spät los. Mittag um 12 reden die meistens nur immer von morgens. Aber jetzt nachmittags so um 3-4 merkt man, dass es deutlich mehr wird. Hier sind wir jetzt auch nochmal in einem sehr bedeutenden Platz von Mexico City. Und das Glück, dass gerade auch nicht so viel Verkehr ist, denn nächste Woche, wenn der Urlaub vorbei ist und das normale Leben hier auch wieder losgeht, dann wird hier die Hölle los sein. Hier jetzt das Unabhängigkeitsdenkmal,
Wir laufen jetzt diesen kompletten Weg bis zum Revolution-Denkmal hoch. Nachdem wir jetzt wirklich lange gelaufen sind, haben wir uns jetzt für Fast Food entschieden. Wir ausprobieren Carl's Inn. Und für mexikanische Verhältnisse wirklich scheiß teuer. Ich glaube, das war jetzt das teuerste Essen, wo wir bis jetzt zu uns genommen haben. Für Fast Food. Carl's Junior. Mal schauen, wie die Burger sind. So Leute, Essen ist eingetroffen. Burger, normale Größe. Der hat jetzt mal sagen, gar nicht so mega übergroß. Ist halt enges Beef. Zweimal Pommes. Machen weiterer Burger und Refill-Getränke sind wir umgerechnet bei 26 Euro. Also für Junkfood schon ein ordentlicher Preis, selbst für deutsche Verhältnisse, würde ich jetzt mal sagen. So, nach dem Fastfood bin ich jetzt ziemlich vollgefressen und jetzt geht es dann auch mit einem Uber-Taxi zurück nach Hause. Inzwischen habe ich auch auf mein E-Mail-Fach die Bestätigung für den Online-Check-In für meinen Flug morgen bekommen. Und hiermit werde ich das Video dann auch beenden. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Über Kommentare und Abos freue ich mich natürlich wie immer. Und wenn ihr Bock habt, dann schaut gerne bei mir wieder rein und begleitet mich auf einem meiner Abenteuer. Hiermit sage ich danke fürs Zuschauen, bleibt gesund und eventuell bis zum nächsten Mal. Ciao.